Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Doch, müsste jetzt alles klappen. Wir spielen 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors weiter. Ich habe beim letzten Mal die Route durch Tür Nummer 3 gewählt und wir haben dort alle mit Erschrecken festgestellt, dass Snake ja immer noch oder schon wieder oder wie auch immer man es nennen will. Er ist jedenfalls tot. Ja, da hinten irgendwo liegt er. So, an mehreren Orten quasi gesehen, wenn man es ganz genau nehmen will, aber gut. Ja, das gucken wir uns gleich an. Ansonsten muss ich jetzt noch auf irgendwas besonders nochmal Stellung nehmen oder so. Ich weiß nicht genau. Ihr habt mir wieder viele Kommentare geschrieben, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ihr habt alle relativ verblüfft bzw. überrascht mit ansehen müssen, wie Jumpy diesmal so ein ganz klein bisschen, ja, hartherzig rüberkam oder so. Seine Aktion jedenfalls, was die Wahl der Tür Nummer 3 anging. Das war ein bisschen sehr eigensinnig natürlich und ja, gut. Aber unterm Strich, man hatte ja, die Spieldesigner hatten so gesehen keine andere Wahl, Jumpy eine andere Persönlichkeit zu geben in dem Moment, weil irgendwie muss man sich ja durch Tür Nummer 3 nun mal bewegen und so. Und wenn sie einem schon die Möglichkeit geben, dass es Tür Nummer 3 gibt, dann finde ich es nur gerecht irgendwie, dass man auch tatsächlich dann durch Tür Nummer 3 gehen kann. Und ist ja auch ganz interessant, dass wir jetzt eben hier mal ein bisschen herumlaufen können und ein paar Hinweise suchen können und so. Und vielleicht finden wir diesmal ja ein bisschen mehr heraus bezüglich dem Ableben von Snake. Noch irgendwas? Jemand hatte wieder meine englische Aussprache kritisiert. Diesmal ging es um das TH. Wobei ich da ganz ehrlich und offen zugeben muss, also in den letzten Parts war es auch teilweise echt schlimm. Da waren Sätze dabei, wo, also normalerweise bin ich der Meinung, dass ich es relativ gut hinbekomme, aber trotzdem, das ist, es hört sich vielleicht auch nicht so sauber an, aber ich gebe mir einigermaßen tatsächlich Mühe, so etwas wie Thing oder dergleichen korrekt auszusprechen. Ich bewege auch immer meine Zunge so dämlich irgendwie zwischen die Zähne und, spucke dabei ganz fürchterlich oder so. Nein, das zum Glück nicht, aber trotzdem, ich habe zum Glück keine feuchte Aussprache bei solchen in solchen Momenten, worüber ich sehr glücklich und froh bin. Interessiert jetzt in dem Moment aber auch nicht so wirklich. Noch irgendwas? Ich weiß gar nicht. Ich brauche Videos, deswegen mache ich jetzt weiter. Ich weiß übrigens wieder mal nicht, wie das Rätsel hier in Raum Nummer 3 funktioniert, aber das ist kein Problem, weil wir werden das schon irgendwie rausfinden. So, also dann machen wir uns mal hier auf und so. Alright, let's see if anything happens when I turn you. Nope, nothing. Not even a drop. Is the pipe clogged? Okay. Wir sind hier ja offenkundig auch in einer, wir können es kurz umgucken, so eine Art Gemeinschaftsdusche oder so mit, kleineren, süßen Klosets nebendran. Ich finde diese Türen so unglaublich toll. Das ist super, dass man sich wenigstens noch so angucken kann, wenn der eine duscht und der andere sitzt gerade so auf dem Klo mit seinem göttergleichen Gesicht. Das macht ja Freude. Ist das in Japan irgendwie üblich, dass die Türen so bauen? Oder, naja, also mir wäre das ja ein ganz klein wenig, zu wenig Privatsphäre, aber vielleicht stelle ich mich da auch zu sehr an, ich weiß nicht. Doesn't look like the shower works. Okay, das hier unten, also da, bla bla. The divider between the stalls. On the other side of this wall. No. I don't wanna think about that. Ja, du hast irgendwie in dem Moment keine Wahl, weil wir müssen uns das angucken. Oh, okay, zunächst einmal will er sich die Wand hier angucken. Das ist ja beim letzten Durchlauf schon dem einen oder anderen aufgefallen, dass hier an der Wand was geschrieben steht scheinbar. Sieht aus wie ein L-Punkt, L-Punkt, R-Punkt. Those letters written on blood. L-L-R. Do you think that might be some sort of dying message from Snake? No, that's impossible. You saw the body. You aren't doing anything after something like that happens to you. Then this? The way the blood's dried tells you it's really old. Whoever's blood this is, it ain't Snake's. Then you're saying this blood was put here a long time ago? Yeah. Okay, macht auf eine gewisse Art und Weise Sinn, klar. Wer explodiert, kann schlecht was an die Wand schreiben. Also vielleicht er hätte es schon vorher geschrieben, indem er sich irgendwie was aufgeschnitten hätte oder so. Aber mit was und warum und ne, das Blut sieht getrocknet aus. Also in der Hinsicht, das kann eigentlich nicht sein. An old message written in blood. It says LLR. Gut,
Müssen wir also einfach mal davon ausgehen, dass dieses LLR irgendwas mit dem Rätsel des Raums zu tun hat. That's where we came in. I guess it's not locked, but there ain't really any point. All that's out there is the numbered door. We can't go back through the numbered door, even if we wanted to. Ja, stimmt. Achso, dann ist die Eingangstür hier hinter. Das ist ja interessant. Ich dachte, wir wären von der anderen Seite gekommen, aber nö, dann ist dort hinten nur die Ausgangstür. Okay, alles klar. Dann sind wir ja... Wir sind direkt reingelaufen und schön im dunklen Raum einfach mal so rein. Ja, das ist interessant. Achso, ich dachte, man könnte das... Ah, doch, man kann. Ah, der Lichtschalter. Aber... Achso. Okay, wir können den Lichtschalter zwar drücken und damit kurzzeitig für Dunkelheit sorgen, aber wir können uns nicht im Dunkeln im Raum umgucken. Weil sobald ich hier aus dem Bildschirm dann eben rausgehe, macht er das Licht automatisch wieder an. Okay, behalten wir einfach mal im Hinterkopf. So, was haben wir hier? Noch mehr Duschköpfe. There's water coming out of the shower head. Let's see if... Shit, that's hot! Really hot! Man, that water must be just about boiling. Okay, sehr heißes Wasser, was da rauskommt. Das überrascht mich jetzt. Well, now I know that really, really hot water comes out of the shower. Maybe I should just leave it alone for now, though. Okay. Also aus allen drei kommt sehr heißes Wasser, oder wie? Es ist auch interessant. Und hier haben wir irgendwie so eine Klappe. Ah, die wir öffnen können. There's a piece of paper tied to this pipe with a wire. Notice. Drainage valve operation. Please do not flush the water in these pipes. Doing so may cause the drain to overflow. Okay. Ah, wir können hier lustig Hebel bewegen. Das ist ja höchst interessant. Blöderweise haben wir momentan noch absolut keine Hinweise gesammelt, was es bewegen dieser Ventile angeht. Deswegen lassen wir auch das mal für den Moment einfach mal sein. Okay, das hier ist offenkundig der Ausgang. Nothing happens when I press these buttons. Well, it looks like the power's on. I'm wondering what the deal is with those things that say lock up there though. Ja, offenkundig muss man wahrscheinlich zwei Codes eingeben, oder? Zwei Codes und eine Karte? Okay. It's a card slot. Come on, man, you know. For swiping a card. Ja, ich weiß schon. Lock. Huh? There's a blue light right next to it, but it's off. It looks like the red light is off. Yeah, and it still says lock. Okay. I think we have to do something else before it's gonna let us enter a password. Maybe we have to disable those two things that say lock first, you know? Vielleicht erst zwei Karten durchschieben oder so und dann Code eingeben? Gut. Was haben wir hier? Oh, eine Uhr? Nee. It's a thermometer. Thermometer? Wie spricht man das aus auf in Englisch? Thermometer. Thermometer. Can you get it off? No. It's screwed onto the wall. Okay, festgeschraubt. Ja, gut, dann können wir da momentan auch noch nichts machen. Oh, und hier haben wir so ein kleines Abflussdingens. Ah! It looks like a card. Like a keycard. I wonder if you can get to it somehow. Don't think so. It's too deep. I can't reach it. Das sieht gar nicht so tief aus, wenn ich das mal so sagen darf, aber gut, okay. Dann halt nicht. Da kommen wir also momentan auch nicht ran. Das ist ziemlich, niederschmetternd. I already checked all three toilets, you know. Nothing unusual there. Okay, dann halt nicht. The dividing wall that separates the toilets. Gut, also um die drei Toiletten brauchen wir uns nicht wirklich kümmern. Die hier können wir öffnen. The dividing wall that separates the toilets. Okay. Wir können in das Klo reingucken. There's nothing in the toilet. If there was, that would be gross. Ja, bestimmt. There might be something in the tank, you know. Let's open that shit up. Okay. Oh, tatsächlich, hier ist es dran. Haha! Eine rote Keycard, eine rote Schlüsselkarte. It's a red card.
probably a keycard. Do you remember if you saw a card reader anywhere around here? Ja, natürlich an der Tür. Gut, dann wissen wir jetzt schon mal, wie wir die rote Lampe offenkundig aufbekommen. The tank where the red card was. Nothing here now. Okay, die restlichen Sachen können wir anscheinend hier nicht bearbeiten oder auseinanderschrauben oder was auch immer. Ja. The lid for the toilet tank. Blups. A skinny shelf. Schön. Gut. Okay. Uninteressant. Ab zur nächsten Toilette. So, was haben wir hier? The dividing wall that separates. Ja. Gibt's auch Klopapier. There's some toilet paper on this shelf. Mal öffnen. Igitt. Was ist das? What do you think this is? It looks like tar. It's kinda sticky. I don't think we can just wipe it off. I doubt just pouring some water on it's gonna help much either. What about hot water? Hot water? If we had some really hot water, like boiling hot, then maybe that would wash it off. Ja, vielleicht. Da würde jetzt wahrscheinlich jede Putzfrau auf der Welt widersprechen, weil ohne Spüle geht da gar nichts, aber vielleicht, naja. There's some kind of weird stain in the toilet bowl. Sieht so ekelhaft aus, ganz ehrlich. Ugh, fremden Toiletten nach irgendwas suchen. It's a water tank for a toilet. I've seen a lot of OC guys try and hide a piece in something like this. Usually for 187 or something. Guess they think it's clever. Don't know when they'll figure out everybody else thinks it's clever too. Huh? I mean, I know peace, but what's OC? Organized crime. What is it? Some kind of police slang? Huh? Probably. Huh? What did I say? Why does he look all sad now? That's not really important right now, guys. Let's just check it out, alright? Well, he's not wasting any time. Hmm. Was genau hat Seven denn da jetzt gesagt? Okay, wir haben jetzt eigentlich genau nach dieser Information zwei Möglichkeiten. Entweder Seven ist ein Cop oder ein Verbrecher. Hm, okay. Schwierig. Da, ja. Ja. Hm. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Ich meine, kriminelle Machenschaften oder so, ne? Gepaart mit einem Gedächtnisverlust, in Anführungszeichen, würde so wunderbar passen. Aber, hm. Screwdriver, yeah, ein Schraubenzieher, Schraubendingens, genau. It's a screwdriver. We can unscrew things with this. Ach was. Was there something we needed to unscrew somewhere? Ja, zum Beispiel das Thermometer. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den Schraubenzieher mit und gucken uns nochmal dort oben das Toilettenpapier an. Ui, und wir können das Toilettenpapier sogar mitnehmen. Und hier ist, was? Hier ist ein Kreuzchen drauf. Und ein Kreuzchen, ein Strich und ein angefangenes Y oder so. Oder soll alles ein Kreuzchen sein, aber irgendwie... That's toilet paper with some kind of red symbols on it. You think maybe that's a Skytel cipher? Skytel cipher? What the hell is that? You wrap a piece of paper around a stick and then write several sentences on it so that the whole paper is filled up. Then you unwrap the paper and you can't tell what the original message was, right? That's how it works, more or less. Then to decipher it, you gotta have a stick that's the same diameter as the original one. Same diameter as the original one, huh? Yeah. Then you just wrap the paper around that stick and you can read the code. Klingt ja interessant. Wie er da so spontan drauf kommt, ist natürlich wiederum die andere Frage, aber okay. A stack of toilet paper. Toilet paper. A wooden box. There's something in here. Oh mein Gott. Luminol. Das ist ja, toll. What the hell is this thing? Some kind of spray bottle? There's something written on it. Lumin. I can't read anything else. The label's all faded. Let me see that. He just grabbed it from him. That wasn't very nice. Oh. This is luminol. You know, forensics guys use it at crime scenes.
Oh yeah, that stuff that glows blue when you spray it on blood. Even if the blood's been wiped off, it's still glow. Ah, ich hab ne Idee, was man damit machen kann. Ich glaube, es ist auch mehr oder weniger offensichtlich.